Das hier ist, klar, ein Tischtennisschläger. Aber eben nicht irgendeiner, sondern ein schlauer Schläger. Entwickelt hat ihn ein jener Start-up, selbstbegeisterte Tischtennisspieler. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was kann der, was meine gute alte Kelle nicht kann? Tja, eine ganze Menge. Das ist er. Dieser Schläger soll den Tischtennissport revolutionieren. Auf den ersten Blick sieht das Smart Racket aus wie jeder andere Schläger. Sein Geheimnis verbirgt sich im Inneren. Das Spannende ist hier unter der Motorhaube oder in dem Fall unter der Griffschale. Wir haben hier einen Sensor verbaut in dem Schläger, der Winkelgeschwindigkeiten misst, Beschleunigung misst und einen kleinen Minicomputer, der das quasi über ein Bluetooth-Modul direkt zum Smartphone überträgt. Sofort kann man die Zahl der Schläge ablesen. Start-up-Gründer und Diplomphysiker Simon Stützer spielt seit 20 Jahren Tischtennis. Noch testet er die wenigen Prototypen des Smart Racket. Der Schläger erfasst Beschleunigungs- und Winkelbeschleunigungsdaten. Und das mit extrem hoher Genauigkeit von fast 800 Messdaten pro Sekunde. Hier sehen wir die Beschleunigungsdaten dieses Schlägers. Und ganz, ganz spannend ist, quasi ein Vorhandschlag, ganz großer Peak nach oben, ein Rückhandschlag, ein deutlicher Peak nach unten. Also wir nehmen hier für unsere künstliche Intelligenz Trainingsdaten auf, um die am Ende klug zu bekommen. Die Spieler füttern den Computer also mit Messdaten. Die Software der jenaer Erfinder lernt mit jedem Schlag dazu. Am Ende soll sie aus den Datenmustern das Schlagverhalten des Spielers erkennen. Mit Hilfe der künstlichen Intelligenz können die Sportler ihr Spiel so optimieren. Und was liegt näher, als den Schläger bei Thüringens erfolgreichsten Tischtennisverein Post Mühlhausen zu testen? Heidi Hildebrand ist eine der Ersten. Ich finde es schon hilfreich und ich finde es auch sehr interessant, dass man dann mal merkt oder sieht, wie viele Schläge Vorhand oder Rückhand man in einer Trainingseinheit spielen kann. Noch steckt der Schläger in der Entwicklungsphase, an dessen Ende er auch Treffer- und Fehlerquoten anzeigt. Soll. Bis zur Marktreife dauert es noch eine Weile. Eine tolle Idee also, die Jenaer als Erste hatten. Eine schwierige Frage, warum da noch keiner drauf gekommen ist. Ich glaube, bei jeder Innovation, die so offensichtlich ist, fragt man sich das, wenn es soweit ist. Aber einer muss der Erste sein, das machen. Die Idee hatten vielleicht auch schon einige. Ich glaube, Ideen ist das eine, das Umsetzen ist das vielleicht Schwierigere. Der Smart Racket ist eine der Thüringer Ideen, die für den TEX Award vom Wirtschaftsministerium nominiert sind.